Also, wir sind immer noch in Üstad, weil wir wollten heute eigentlich auslaufen, aber es war uns zu windig und schlichtweg zu doof. Dann sind wir spazieren gegangen und dann ist Folgendes passiert. Ein Fischer fand uns irgendwie so nett und so toll, dass wir aus Deutschland kommen, hat uns 5 Schollen geschenkt. Die habe ich jetzt ausgenommen, Kopf abgeschnitten. Und jetzt werden sie dort in Alufolie gepackt. Weil hier haben wir das mit diesem Teil so eine Grillschale probiert und da ist das angeklebt. Das war nichts. Jetzt machen wir das mal in Alufolie. Wir sitzen hier mitten auf einer Wiese am Hafen, weil nur hier ist das Grillen erlaubt. Und ja, lassen uns das gut gehen. Oh, guten Morgen, heute ist Montag, der 27. April. Wir verlassen gerade Åhus. Hier ist es nicht besonders schön, weil es sind hier lauter. Ich fahre da mal so rum. So Silos und Hafenanlagen und so weiter. So schaut Åhus aus. Obwohl, schöne Grüße an Philipp, hier wird der Absolut-Wodka gebrannt und hergestellt. Und das Wetter, naja, ist auch nicht so besonders. Vorhin hat es noch geregnet. Wind ist auch noch nicht viel da. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir heute kommen. Heute ist Dienstag, der 28. April und wir verlassen gerade Sölvesborg. Ein ganz nettes Städtchen, was wir ausgiebig kennengelernt haben, dank unserer schwedischen Freunde. Es war ein sehr netter Tag. Und jetzt gehen wir wieder hinaus aufs Meer, in diese Richtung. Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint und ich hoffe, dass wir da draußen ein bisschen mehr Wind haben. Wir sind jetzt hier auf der klitzekleinen Insel Hanö und wie man sieht, der Hafen total leer und wir sind die einzigen. Und da rennt mein Mann rum und telefoniert, weil, oh Wunder, auf dieser kleinen Insel gibt es WLAN. Und da wollen wir nach Gassi und Mittagessen hinfahren in die Richtung, ungefähr nach 18 Meilen. Wir fahren das erste Mal in die Scherenwelt hinein. Wir sind auf dem Weg, unsere erste Schere zu betreten. Queenie war schon da. Und hier ist das so schön. Hier liegen im Sommer ganz viele Boote. Jetzt sind wir hier allein. Einfach herrlich.